So, da kommt das letzte Pferd für die General. Und da beginnen wir schon mal damit, die ihre Verteidigung zu durchbrechen. Ja, die Kohleproduktion läuft gut. Wird mal Totenbeschwörung. Hat doch gar keiner. Okay, viele Verluste durch das hier jetzt. Schließt neues Land, mein Freund? Großartig. Finde ich auch großartig. Ich muss dann aber auch gucken, dass ich so schnell wie möglich nachsetze und den Turm zerstöre. Ja, da kommt Gold. Ihr werdet angegriffen. Angriff abgeblasen vom falschen Baldaus. Was wir halt nicht gekriegt haben, war die Akkordarbeit. Aber dafür kriegen wir die beiden auf jeden Fall.
Und ja, sobald wir das Kloster haben, holen wir uns Kondradin. Dann haben wir nur noch Baldorus auf der anderen Seite. Dann machen wir es genauso. Erst bis hierhin vorpreschen und er hat das mit Steintürmen. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass ich die Armee auch noch verstärke. Kanonen am besten mal. Okay, das war ziemlich leicht. Euer Königreich wird angegriffen. Achso, der holt sich von irgendwo Geistertruppen. Ah, okay, jetzt habe ich es kapiert. Hat der die Gruft, er hält die Gruft in seiner eigenen Burg. Okay. Ich hab kein Eisen mehr, weil ich ein Doofkopf bin. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. So, dann kann ich auch dich mal ausbauen, weil das ist ja eigentlich das Hauptziel. So. Deine Hauptaufgabe wird es sein, die Türme einzureißen. Danach ziehst du dich zurück und hältst den Sektor, während eine zweite Abteilung die Armee vernichtet. So. Eine Kanone verloren. Das ist okay.
So, Schlacht gewonnen. So, damit haben wir das dritte Kloster unter unserer Kontrolle. Mit diesem Außenposten entzückend die Akkumulatöre vertrieben und die Tür zum Kloster der Wissenschaft wieder aufgestoßen. Sein Wissen und seine Technologien dürft ihr nun nach Gutdünken erforschen. Jo. Ihr habt euch Zugang zu einem Kloster verschafft. Ja, und selbst wenn es euch gelingt, ein paar völlig überbewertete Technologien zu erforschen, habt ihr nicht die Spur eine Chance gegen Baldurus und mich. Ja. Klar. Das hier auch gleich reparieren. Eine eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Diese Steinwehr sind ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Wiederherstellung von Cyraliens Dreieinigkeit. Gut gemacht. Die einheimischen Siedler fühlen sich schon viel sicher und schicken euch einige Güter als Zeichen ihrer Dankbarkeit. Glaubt ihr ernsthaft, ihr könnt euch hinter diesen erbärmlichen Stammmauern verkriechen? Meine Armeen werden sie wie Brennholz in Stücke schlagen. Schifft euch lieber wieder zu eurer Gefängnisinsel ein, das erspart mir Kraft und Zeit. Oh, das ist Geld. Das ist langsam viel Armee. In jeder dieser Stellen werdet ihr eine Kirche errichten müssen. Das verschafft euch Prestige und das Vertrauen der Bevölkerung. Lasst die Stadt im Süden. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen vergrößert. Geistesblitz. Brillant. Ihr und eure Geistlichen haben ausgezeichnete Arbeit geleistet und unersetzliches Wissen gerettet. Jetzt hat das Konzil keinen Grund mehr, mich zu exkommunizieren. Aber wie dem auch sei, bitte fragt mein Glaubensbruder nicht, was sich hier zugetragen hat. Ja, erobert die Städte und errichtet Kirchen. Als Zeichen meiner Dankbarkeit möchte ich euch die private Armee der Universität unterstellen. Ich bin sicher, dass ihr diese Soldaten nötiger habt als ich. Ihr habt ein paar Technologien erforscht, aber lasst euch es euch nicht zu Kopf steigen. Während ihr geschäftlich eure Geistlichen umher geschickt habt, habe ich mich um militärische Belange gekümmert und eine beträchtliche Zahl Soldaten ausgebildet. Ich glaube kaum, dass eure Technologien im Blankenstein etwas entgegenzusetzen haben. Du hast keine Armee mehr, Kumpel. Donnerwetter, ich komme vom Regen in die Traufe. All unsere Bemühungen zum Trotz haben meine Glaubensbrüder Wind vor den jüngsten Begebenheiten bekommen und sind. Und sind darum verstimmt. Ich weiß, dass sie für Chorelle schwärmen. Wenn es mir gelingt, ein kleines Konzert zu ihren zu erfahren, stellen wir uns mir sicher nicht mehr zürnen. Das einzige Problem an der Universität gibt es keinen Chor. Ja, könnt ihr einige Geistliche zu mir schicken? Wir benötigen eine Anzahl an Novizen als Begleitstimme, ein paar Brüder, die vorderste Reihe und einen Pater als Dirigenten. 15, 10, 1. Okay. Oh. Kein Problem, jetzt können wir uns um sehr viele Sachen kümmern.
zum Beispiel hoffen, dass die ganzen Geistlichen hier demnächst verschwinden.